Yo, 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 herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von P-Reaction. Wie immer mit Kurios. Yo, was geht ab, Leute? Ich bin Kurios. Heute greifen wir mal an die neuesten Themen. An die neuesten Themen, Leute. Samra und Capital Bra oder Capital Bra und Samra, wie rum ihr auch immer wollt. Jedenfalls hat Capi, wie ihr schon alle wahrscheinlich mitbekommen habt, die Trennung von Samra bekannt gegeben. Samra und Capi soll es in dieser Kollabo nicht mehr geben. Grund, den er angegeben hat, sind irgendwelche Leute, die anscheinend irgendwie Unruhe zwischen den beiden stiften. Es soll nicht um Geld oder Drogen gehen. Aber wir sind hier, um uns den Song anzuschauen. Danach geben wir Statement ab. Also Leute, wie immer, kein großes Palaber, wir legen direkt los. Hast du noch was zu sagen? Los geht's. Los geht's. Samus, steh auf, Mann. Aufstehen, Bratter, wir müssen Werbung für Video machen, Mann. Hallo? Hey? Hier, Mann. Hast du einen Aschenbecher, Digga? Deine Marlboros? Und jetzt aufstehen, Bratter, wir müssen Werbung fürs Video machen. Heute kommt 100k Cash, Bratter, Mann. Was ist der Glück? Meinst du, wir müssen jetzt auch stoppen? Ich denke nicht, ich weiß ja kein Universal-Song jetzt oder so weiter. Ich würde lieber stoppen, nicht, dass sie das aus Prinzip einfach löschen, weil irgendjemand anders dafür die Urheberrechte hat. Gucken wir mal. Du hast dich verändert und ich sage dir warum. Und Geld und Drogen haben damit nichts zu tun. Es sind die Leute um dich rum, ich hab's versucht dir zu erklären, aber du warst viel zu dumm, oder? Fängt schon gar nicht schlecht an, oder? Krass, wie er gleich loslegt, Alter. Ich steh jetzt immer gleich mitten im Beat, der ist immer schon drauf, die Stimme passt auf den Beat, auf die Melodie, besser gesagt, der Beat kommt ja erst jetzt rein. Ja, und Capi sieht die ganze Zeit aus, als wenn er viel Spaß hat, aber Samra sieht nicht wirklich aus, als wenn er Spaß hat. Und nach dem Song, glaube ich, noch weniger. Okay, guck mal. Viel zu naiv, ich habe nie ein Sender, die verdient. Ich hab dich geliebt, nie wegen Profit. Du warst ein guter Mensch, tief in dir drin. Aber jetzt bist du tief drin in irgendeinem Film. Ja, der ist geil gewesen, der Satz. Wow. Jetzt bist du tief drin, mitten in einem Film. Also ich muss sagen, ich feier Samra auch mega. Ja, ey, ich auch. Und aber Capi, schade, dass irgendwie das alles immer so enden muss. Oder? Ja, hören wir. Ich hoffe, die kriegen sich wieder ein und nächstes Jahr kommt Belly lebt. Was, zwei oder drei? Drei, Digga. Drei. Alle halten ihre Fresse, aber ich sag es. Wo waren denn deine Freunde, als du nichts hattest? Und jetzt wollen sie ein Stück von dir. Doch für sie bist du nicht mehr als ein Stück Papier. Du oh, krasse Line, Digga. Krasse Line, Alter. Du bist für die nicht mehr als ein Stück Papier, halt so. Das ist mega krass. Respekt an Kapital, Alter. Sehr stark. Du hast ein Stück von mir. Und ich mach weiter Feuerbrat, damit ich nie wieder friere. Du suchst ein Bruder so wie mich, doch du findest keinen. Ich würde den Treppenhaus mit dir die letzte Kippe teilen. Ruf 1-1-0, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Tilly, die sie kennen. Stark. Ja, in der Hook, die ganzen Hits von denen erwähnt. Krasser Part. Capi schreibt halt krass. Ziemlich geil. Also mir gefällt die Schreibweise, wie er das macht. Wenn ich so. Samra wäre, würde es mir wehtun. Unsere Lieder, aber wie es einmal war, möchte es nie mehr wieder. Sie rufen 1-1-0, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Tilly, die sie kennen, unsere Lieder. Aber wie es einmal war, möchte es nie mehr wieder. Der Hauk ist cool, Alter. Mörder. Ist halt Crack, Alter. Alles so gefühlsmäßig, weißt du? So also auf gefühlsmäßiger Ebene, finde ich, wie er das rappt auch. Verletzt hört sich ein bisschen an, so. Weißt du, was ich meine? Ich feiere auch gerade so eine deepen Songs, so. Und wow, Capi, mega krass. Für mich ist es eigentlich schon fast ein Diss, aber so ein freundschaftlicher Diss und einer der krassesten, die ich bis jetzt also mal bis jetzt finde ich es noch gar kein krasser Diss, vielleicht eins. Doch, ja, das ist so ein Herzergreifen. Das ist nicht so ein, du bist so ein Opfer jetzt so, sondern ey, Dicker, du warst mein Bruder, Alter. Überleg mal, was du da jetzt machst, weil irgendwelche Idioten dich volllabern. So. Das finde ich krass. Finde ich mega krass. Ist, wie gesagt, ist krass. Aber komm,
Schauen wir erstmal weiter, schauen wir weiter. Du warst Bra-Musik, obwohl dich Kapi nicht gesigned hat. Doch woher kommt das Cash für den Lambo vor der Einfahrt? Ich hab gekämpft, released jeden Freitag. Und du sagst zu mir, du hattest es nicht einfach. Ich kam zu EGJ, da tickt es zu Gras. Steck dir deine Nummer 1 Awards in den Arsch, aus kleinen Jungen. Steck dir deine Nummer 1 Awards in den Arsch, ja. Auch. Ich würde sagen, das Samra wäre auch nicht da, wo er jetzt ist, wenn Kapi nicht mitgepusht hätte, mitgezogen hätte. Schwer zu sagen, immer sowas. Doch, aber er hat ihn krass gepusht. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Genau, was denkt ihr dazu? Alpha hat Samra groß gemacht, aber Kapi hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Das ist gut. Also er hat viel Fame auf jeden Fall durch Kapi abgeholt. Das ist schon mal safe. Ein Jung wird Stars, aus Liebe wird Hass. Das ist die Kapumo Move, wir sind nicht Joko und Klaas, ha? Ich hab mich dir über dich gestellt und mit Joko und Klaas, die Line ist kein Promo, wir sind nicht Joko und Klaas. Ich spule mal noch mal ein Stück zurück, irgendwie geht sonst der Flow gerade verloren. Klaas, ha? Wenn's das, aus Liebe wird Hass, das ist die kein Promo-Move, wir sind nicht Joko und Klaas, ha? Ich hab mich dir über dich gestellt und alles, was ich da hat, als wär's für mich selbst. Und mir ist scheißegal, was jetzt die Presse schreibt, ich stoß an auf die beste Zeit. Krass geschrieben, also... Wow. Jede Line sitzt, Alter, und trifft direkt ins Rückgrat, Alter. Hört sich sogar, Kapi hört sich sogar an, als hätte er vielleicht einen leicht Brattee gerade gehabt, noch so die Stimme zum Schluss. So, aber ja, wie gesagt, ich denke auch, er hat es im Studio geschrieben direkt, am Abend und aufgenommen direkt. Also so hört sich das auch an. Ja. Also nicht, dass es sich schlecht anhört, ich feiere das gerade. So, Mörder, krass. Ich freue mich eh, dass wieder gerade von Kapi was draußen ist, so. 1-6-0, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Die sie kennen unsere Lieder. Aber wie es einmal war, wird es nie mehr wieder. Sie rufen 1-6-0, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Die sie kennen unsere Lieder. Stopp mal kurz. Ohne, dass ich jetzt großartig was zu sagen habe, aber sonst... Leute, was sagt ihr? Der hat doch die Line gebracht mit, es ist kein Promo-Move, die sind nicht Joko und Klaas. Von mir aus würde ich sagen, die Manager von denen, die sind beide im selben Management und alles, die haben gesagt, ey, wir lassen uns nicht von Mäus und Arsch jetzt hier die Show stehlen, Alter, wir wollen wieder auf die Eins und in alle Zeitungen und alles. Ich würde eiskalt sagen, es ist ein Promo-Move. Was sagt ihr dazu? Also, ich würde sagen, nein, für mich jetzt, weil dazu sind die Zeilen, das hört sich real an nach ein bisschen, so sage ich mal, Herzschmerz von Kapi, so. Schwer zu sagen, ich würde aber sagen, ich, meiner Meinung nach, nein, dass es kein Promo-Move ist, gerade wenn ich die Zeilen höre. Vorher, anfangs, als ich es gehört habe, dachte ich auch, es ist ein Promo-Move, aber... Es ist halt eine neue Art Diss, weißt du, so die meisten kommen dann mit so, du Hund und so, ich fick dich, sondern er bringt ein... Erzähl weiter. Ein Diss, wo er so mit Herz, mit Gefühl und alles, was man viel mehr greifen kann, als so ein, ey, ich fick deinen Arsch, du Opfer, komm vorne an die Straße, so, weißt du, sondern das viel mächtiger. Es wird Samra viel mehr wehtun, als wenn er sagt, ey, Samra, ich fick dich 1-1, so, weißt du? Meine Meinung. Ja, und mal gucken, Chica, was das Management gesagt hat, in welche Richtung Kapital sein Song gehen soll. Weißt du, so. Weiß man denn hier? Also, weil die anderen, das ganze anderen Quatsch gibt's ja schon, also was Neues. Kann sein, Dicker, ich weiß nicht, das ist wirklich schwer zu sagen. Viele machen diesen Promo-Beef. Nach dem Song, ich dachte vorher auch, das ist ein Promo-Beef, aber nach dem Song würde ich sagen, so wie er es gehört hat, das ist nicht wirklich ein Promo-Beef, ist aber immer schwer. Wie ich es jetzt schon zum 10. Mal wiederhole. Ich sag aber nein. Leute, was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Denkt ihr, das ist Promo-Move, Promo-Beef? Kurios, sagt ja. Ich sage nein. Was sagt ihr dazu? Kommentiert mit Kurios, wenn ich recht habe. Kommentiert mit Pi, wenn Pi recht hat. ja, wie gesagt, die Zeilen haben sich für mich so vom Herzen geschrieben an. So, weißt du, so als ob er wirklich verletzt ist. Und nicht, dass es so Promo-Move-Beef da. Er hätte viel härtere Zeilen gebracht und ihn viel mehr gekränkt, als zu schreiben, so steckt dir dein Nummer 1 Award in den Arsch oder so. Ja, aber dann hätte er ja genau dasselbe gemacht, was alle anderen machen. Und das wäre dann nicht kapiert. Also, weißt du, was ich meine? Ja, okay, da hast du deine Ansicht, Digi. Ich habe meine Ansicht. Es ist auch richtig, jeder hat ja so, jeder sieht ja so auf seine Art und Weise. Wie gesagt, vorher dachte ich auch, es ist einer, aber.
Bei Bushido hat er ja auch so einen Heul-Song gemacht, den ich auch mega krass fand, wo er da in seinem Auto gefahren ist. Das waren ein paar Zeilen, die er da gerappt hat. Das war eigentlich so dieselbe Richtung. So, weißt du, so, also wenn Kapi disst, macht er so halbe Love-Songs draus, aber geil. Ich feier's. Ja, geil. Ich feier den Song hier auf jeden Fall. Sehr gut geschrieben. Schnell aufgenommen, keine überkrasse Quali, hörst du ja so, aber Video, ich weiß gar nicht, wisst ihr Leute, wer dieses Video hier zusammengeschnippelt hat? Wurde das schon so ins Internet gestellt? Ich habe das jetzt so gefunden, keine Ahnung, und habe es jetzt mal hier abgespielt, aber inwiefern die Bilder da schon, meint ihr, das kommt von Capio oder das hat jemand einfach online zusammengestellt? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst als ich. Ja, eigentlich haben wir alles gesagt, oder hast du noch irgendwas zu sagen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sind gespannt auf die Kommentare. Peace out. PPM in the house. Wir haben das jetzt gemacht. Wir sind eh gleich wieder am Start um 12 mit PA und Kapi. Hey, Feature später. Ich freue mich mega darauf. Leute, wir sehen uns später. Bleibt dabei, bleibt dran. Schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Wir sind raus. Peace.